Bad Atzensdorf in Südburgland wird eine alte Tradition jetzt hochgehalten, das Blochziehen. Was steckt dahinter? Ja, es war früher ein alter Faschingsbrauch, wenn ihm das ganze Jahr über niemand geheiratet hat, beziehungsweise im Fasching nicht niemand geheiratet hat, dass man einen Junggesellen des Orts, ein Bloch, die sogenannte Waldbraut, hat heiraten lassen. Und die Mädchen hatten das durch den Ort zu schieben. Das war ein bisschen eine Strafe an die Jugend, weil sie zu faul waren zu heiraten. Was hat die Wikinger mit dem Blochziehen zu tun? Alles Mögliche. Ja, was? Das wissen wir selber nicht. Das, was da für ist, ist einzigartig. No Sex, no Drugs, no Rock'n'Roll, only Rohypnol. Ich war übrigens vor 10 Jahren auch schon dabei. Ich war noch ein junges Dirndl. Heute bin ich eine gestandene Frau. Oh, ich bin schon seit fast 20 Jahren verheiratet. Nein, ich sprich nicht mit ihnen. Ich sprich nicht mit jedem Mann, auch wenn er nur so schön ist. Was hat Ihnen am besten gefallen da jetzt? Das Bloch selber oder die Hochzeit? Oder? Der Bräutigam? Einer reicht. Das war's.